Willkommen zurück. Wir reagieren auf den fettfeindlichen, normschönen Doc unseres Vertrauens, Doc Felix. 5 Lebensmittel, die ich nicht mehr esse. Willkommen zum neuen Video. Heute geht es um 5 Lebensmittel, die ich als Mediziner nicht mehr esse. Beziehungsweise, du musst mir sofort schreiben, wie lange meine Videos gehen sollen. Gerade die Freitagsvideos. Ja, weil ich könnte auch, ich habe mir ein bisschen vorbereitet hier, ja. Ich könnte auch 50 Lebensmittel machen oder auch 5 oder 10. Deswegen, ich taste mich da heute mal so ein bisschen ran. Und du schreibst mir jetzt schon lieber längere Videos oder lieber kürzere Videos, wie das für dich ist. Und zweitens, ich überlege gerade eine neue Formatidee. So 10 Dinge oder 100 Dinge oder 5 Dinge, die ich als Mediziner nicht mehr tue. Rauchen zum Beispiel sollte man nicht. Ja, das habe ich noch nie gemacht. Damit du so verstehst, wo die Reise hingeht, dass du, wenn du in deinem Leben vielleicht etwas tust und denkst, dass es gesund ist, du das dann vielleicht nicht mehr machst. Und genau diese Lebensmittel habe ich mir jetzt heute ausgesucht. Also ist klar, ich esse auch gerne Fastfood und Burger und Pommes und so. Aber wir wissen ja alle, dass diese Sachen nicht gesund sind. Und für mich sind das keine Lebensmittel, ja, sondern für mich sind das Genussmittel. Wenn du die hin und wieder isst, macht es auch kein Problem. Ja, da hat er schon irgendwo recht. Und zu seiner Frage, ich denke mal so, wenn man 5 bis 10 Lebensmittel nennt, ist das auch eine gute Videolänge. Ich glaube, wenn man so anfängt mit 100 Lebensmitteln, steigen die meisten nach 20 aus. Es gibt ja Lebensmittel, die dir suggerieren, dass du dadurch gesund wirst oder dass du dadurch Energie bekommst oder so. Und die basten wir jetzt. Und los geht's. Auf Platz 5 der Lebensmittel, die ich nicht mehr esse, sind Frühstückscerealien. Oder Frühstücksmüsli. Alle Formen von Frühstückssachen. Erstmal. Ich kann mir gut vorstellen, warum ich zum Beispiel esse nur noch Haferflocken, ist gesünder und günstiger. Denn in diesen meisten Cerealien ist auch Zucker versteckt und das auch nicht wenig. Es ist ganz spannend, wieso wir darauf kommen, Frühstücksmüsli zu essen oder zu denken, dass wir morgens genau das brauchen. Das ist ja Marketing. Ja, weil dein Körper weiß ja nicht, wann 12 Uhr ist oder 8 Uhr ist, morgens oder abends. Und das Spannende ist, so Stichwort Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, dass dieser Satz von dem Gründer von Kellogg's kommt. Und der scheint ja ein intrinsisches Interesse daran zu haben, dass Frühstück besonders wichtig zu sein hat. Und wenn du jetzt nicht so gerne frühstückst wie ich, ja, ich esse gerne abends sehr viel und schwer, dann brauchst du das halt auch nicht. Aber kurz zu den Lebensmitteln, warum ich die nicht so geil finde. Häufig sind es ja auch so Fitness-Frühstücksmüsli und überraschenderweise sind die in 95% voller Zucker. Und nicht nur voller Zucker, die meisten Frühstückscerealien oder Frühstücks-Kelloggs, was auch immer, sind ja auch für Kinder extra gemacht. Ich weiß nicht, ob es hier noch gibt, die Cookie Crisps oder genauso die Nesquik irgendwas Sachen, die habe ich zum Beispiel sehr gerne als Kind gegessen. Also ich habe Cini Minis voll gerne gegessen, Toppers und diese Schokobälle, die waren Nesquik, war das Nesquik Snack oder so? Ich weiß nicht mehr. Und wenn du dir die Nährwerte anguckst, vielleicht. Bei mir waren es diese Frosties mit dem Tiger drauf, die waren wirklich wild. Aber ja, er hat schon recht, ein Frühstück ist nicht unbedingt die wichtigste Mahlzeit des Tages. Jede Mahlzeit ist irgendwo wichtig und der Zeitpunkt, wann ihr die einnehmt, ist eigentlich egal. Hauptsache, ihr fastet nicht, wenn ihr jetzt Muskeln aufbauen wollt und einen Kalorienüberschuss wollt. Wenn ich hier mal einblenden, wirst du feststellen, dass das geschrotete Kekse sind. Keiner auf der ganzen Welt würde sich ja morgens Kekse reinziehen und denken, dass das gesund ist. Wenn du die gerne als Genussmittel isst und weißt, dass dann dein Risiko an bestimmten Krankheiten und so weiter steigt und du nicht so viel Energie hast, dann go for it. Ganz lustig, kurze Anekdote. Eine Freundin von mir ist Lehrerin, die hat auch viele Flüchtlingskinder und da hat sie gesagt, boah, das ist so krass, der eine kam mit einem McDonald's-Burger morgens. Hat halt einen McDonald's-Burger gegessen. Und das wäre ja für uns total weird, morgens einen Burger von McDonald's zu essen. Aber ehrlich gesagt, rein medizinisch kannst du die Nährwerte von einem Burger vergleichen mit den geschroteten Keksen und du wirst keinen großen Unterschied feststellen. Also ja, der Burger hat sogar mehr Eiweiß. Also ich würde da den Burger bevorzugen, Freunde. Ja, wirst du da schon Unterschiede feststellen in Sachen von Nährwerten. Aber ein gesundes Produkt sind die meisten Frühstücksmüslis auch nicht. Die suggerieren das. Also achte auf den Zucker darin. Und was halt einfach besser ist, mach es doch einfach selber. Dann kannst du nämlich selber bestimmen, was da alles reingehört. Und zum Beispiel mit Bananen süßen oder mit Süßstoff oder wie du es dir halt gerne machst. Auf Platz Nummer 4. Ja, plus ihr seid halt günstiger dabei, ne? Also ein paar Haferflocken und eine Banane sind halt viel günstiger als so ein Cerealien, was schon fertig ist, vollgepumpt mit Weizen und Zucker.
Lebensmittel, die ich nicht mehr esse, sind Smoothies. Und da ist es so, kurz nochmal der Disclaimer, ich esse die Sachen schon hin und wieder, ja. Also wenn du jetzt irgendein Bild von mir von früher auskrebst, genauso wie auch in einem Jahr, werde ich auch hin und wieder Smoothies trinken. Die Sache ist nur, du denkst ja, dass du dir etwas extrem Gutes tust mit Smoothies. Plus, sie sind auch relativ teuer. Und theoretisch ist es ja auch nicht verkehrt zu überlegen, dass du eine Obstportion zusätzlich am Tag zu dir nimmst. Es hat auch was Positives und ich würde auch sofort eine Kooperation mit Smoothies machen, sage ich jetzt mal, wenn man dann gescheit darüber aufklärt. Zum Beispiel ist es so, dass wenn wir uns den Diabetes Typ 2 angucken, wir einfach wissen, dass gezuckerte Getränke, wie auch Smoothies, einfach das Risiko erhöhen, weil da halt so viel Zucker verdünnt ist, beziehungsweise gemixt ist. Und es macht halt einen riesigen Unterschied. Deswegen gibt es auch Leute, die fürchten sich vor Obst und denken, Obst ist ungesund, weil da ja Fruchtzucker drin ist. Kann ich vielleicht nochmal ein eigenes Video zu machen, weil da ist ja nicht nur Fructose drin, sondern auch Glucose und Saccharose und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, um das mal kurz wirklich dir eine Faustregel mitzugeben. Wenn du Obst isst, ist es in 95% der Fälle gesund. Und wenn du Obst trinkst, ist das nochmal was anderes. Vor allen Dingen bei den Problemen, die wir in unserer Gesellschaft in Sachen Gesundheit haben. Stichwort Übergewicht, Stichwort Diabetes, Stichwort Herz-Kreislauf-Erkrankung. Da ist es einfach so, dass, weil wir alle so gerne essen, ich ja auch, eher gucken sollten, dass wir halt Sachen essen und nicht trinken. Denn wenn du Sachen isst, dann funktioniert dein Sättigungsprozess ja viel besser. Also wie werden wir satt, kurz runtergebrochen. Es beginnt nicht schon im Magen, sondern auch schon, indem wir kauen. Teilweise auch schon, wenn wir Gerüche riechen, ja. Vielleicht kennst du das ja, wenn du für einen Freund kochst, dann hast du gar nicht mehr so viel Hunger, wie wenn der für dich kocht. Genauso ist es dann, ja, das Dehnungsrezept. Interessante Aussage, kenne ich gar nicht. Also ich koche immer selber und ich muss sagen, danach ist auch nichts mehr übrig. Reagieren und dann ans Gehirn die Dehnung weitergeben, genauso wie auch die Magen-Darm-Passage, also die Geschwindigkeit, inwieweit der Nahrungsbrei von oben nach unten geflossen wird, Einfluss auf den Sättigungsprozess hat. Und wenn du jetzt deine Kalorien trinkst, dann kann es halt sein, dass du über den Tag hinaus mehr isst, übergewichtiger wird und. Wenn du dieses Problem nicht hast, also wenn du vielleicht sogar eher zu wenig isst, dann sind Smoothies richtig toll. Obwohl, ich werde das Thumbnail und den Titel, glaube ich, so richtig aufgängerisch und bildniveaumäßig machen. Aber natürlich hat alles Vor- und Nachteile. Und Smoothies will ich jetzt gar nicht total verteufeln. Aber ich will dir schon die Sachen mitgeben. Hey, wenn du jetzt denkst, gerade wenn du vielleicht ein bisschen übergewichtig bist oder wenn du abnehmen möchtest oder Probleme mit Diabetes hast oder so, dass du dein Geld lieber woanders ausgeben kannst. Zum Beispiel, dass du dir einfach das Obststück kaufst und dann isst und es dann auch im Ganzen genießt. Plus die Sache mit den Nährstoffen. Es ist für mich gar nicht so einfach gewesen, herauszufinden, inwieweit die Nährstoffe, also Vitamine, Minerale und so, in leicht verarbeiteten Obstformen sind. Zum Beispiel, also wie viel von dem Vitamin C von einem Apfel ist in Apfelmus, ist in Apfelsaft, ist in einem Smoothie drin. Und ich glaube, da gibt es auch gar nicht so richtig Science. Also ich fand es sehr... Ich glaube tatsächlich, es ist immer besser oder am besten, wenn ihr das Obststück isst. Da habt ihr nämlich noch sekundäre Pflanzenstoffe etc. Da habt ihr wirklich 100%. Und ich glaube schon, dass, wenn man es verarbeitet, da einiges verloren geht. Schwierig, das zu erforschen, inwieweit halt eine Konserve oder Tiefkühlobst oder so halt noch mit diesen Vitaminen beladen ist. Und eigentlich sind die Lebensmittelhersteller da, finde ich, in der Beweispflicht. Und ich glaube, das ist noch nicht klar. Also es kann durchaus sein, gerade Vitamine, die lichtempfindlich sind, ja, die lichtempfindlich sind und die aber im Hellen dann stehen, dass die halt zerstört werden und dass du vielleicht vieles von der guten Frucht, die Frucht ist ja auch geschützt durch die Schale, ja, teilweise, dass du die gar nicht mehr reinbekommst. Leider kann ich dir keine klare Antwort dazu geben, aber da gilt wieder die Faustregel, je unverarbeiteter, desto besser. Auf Platz Nummer 3 von Lebensmitteln, die ich nicht mehr esse, und das ist mir eigentlich das mitwiss Wichtigste heute, sind Vitalbrötchen, Mehrkornbrötchen, dunkles Brot, Fitnessbrot, alle Marketingbegriffe in Bezug zu Weißmehl, die nichts bedeuten, sondern einfach nur Marketing sind. Die esse ich nicht mehr. Und es gibt, und das fängt mich auch ein bisschen ab von der Lebensindustrie, gewisse Tricks, um dir zu suggerieren, dass ein Lebensmittel besonders gesund ist. Erstmal der Name, Fitnessbrötchen, ja, das klingt doch gut. Gesundheitsbrötchen, super krasses Ninja Saiyajin Brötchen. Er hat Saiyajin gesagt. Aber da hat er auch recht, denn meistens sieht man Vollkornbrötchen, da steht Vollkorn drauf, aber in den Zutaten ist die erste Zutat Weizen, also es besteht größtenteils aus Weizenmehl.
Ninja Saiyajin ist richtig, ne? Das sind doch diese Yu-Gi-Oh!-Leute von Pokémon, ne? Die Ninja Saiyajin Brötchen. Also kurz zurück. Erstmal geht es um den Namen. Zweitens mal um die Färbung. Je dunkler etwas ist an Weizenmehl, da denkst du doch, desto gesünder. Es gibt aber ganz viele Tricks, wie die Lebensmittelindustrie es halt hinkriegt. Naja, einfach den Teig zu verdunkeln. Zum Beispiel durch Zuckerrübensirup oder Malzextrakt. Also auch sogar Zucker. Sachen. Oder Karamellsirup oder Röstmalz, dass du dann denkst, wenn du ein Brot siehst, oh, das ist aber gesund. Und dann heißt das noch Vitalbrötchen. Aber eigentlich ist es das ganz normale Weizenbrötchen, was entsprechende Nachteile hat. Und auf die gehe ich jetzt kurz ein. Punkt Nummer 1, wenn du ein raffiniertes Mehlprodukt Dings ist, sind da weniger Mineralstoffe drin, weniger Vitamine, weniger Eiweiß. Nicht nur das, sondern der glykämische Index verschlechtert sich. Was ist der glykämische Index? Eine Anzeige, inwieweit dein Blutzuckerspiegel nach einem Lebensmittel steigt. Und Blutzucker, Diabetes, ne, kennst du. Plus Heißhunger. Wenn ich 2 Brötchen esse aus Weizenmehl, die ich auch einmal die Woche so esse, dann habe ich danach halt überhaupt kein Sättigungsgefühl. Und das ist ein Grund, ja, also der Blutzuckerspiegel, genauso wie Ballaststoffe. Ja, denn in Vollkornprodukten sind mehr Ballaststoffe. Ballaststoffe, auch kann ich auch einfach, um nochmal ein Video zu machen, aber kurz runtergebrochen. Wenn du Ballaststoffe isst und auch Wasser trinkst, dann kannst du dir das vorstellen, dass die aufplatzen, dehnen dann den Magen-Darm-Trakt. Deswegen ist es so gut für die Darmperistaltik, also die Bewegung der Muskulatur. Also der Magen-Darm ist ja ein Muskelschlauch. Die werden durch diese Ballaststoffe angeregt. Plus, du hast ja die Dehnung und dadurch wirst du satt. Dritter Fakt, kauf dir doch mal ein Vollkornbrot und Kerne und dann kau das mal. Und dann isst man Donut. Also ich esse gar keinen Donut, sondern ich zerdrück die so mit der Zunge, ja. Und du wirst merken, dass das Kauen schon ein Prozess ist, der gar nicht so einfach ist, wenn du so selten Vollkorn isst. Und auch der hat Einfluss auf die Sättigung. Deswegen ist es so, dass du durch Fitness vital mehr Kornbrötchen und Brot schnell wieder hungerst und schnell wieder was isst. Und durch Vollkornbrot hast du Energie und wirst lange satt. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Tipps, die ich dir geben kann, wenn du das, den Wunsch hast, zum Beispiel abzunehmen oder etwas für deine Darmgesundheit zu tun. Diese Weizenmehlprodukte, die wir die ganze Zeit essen, einzuschränken. Kurz eine persönliche Anekdote. Ich war Es ist schon bodenlos von der Lebensmittelindustrie, dass wir so getäuscht werden. Da färben die einfach das Brot. Bei so einem Kaffeekränzchen. 2 Mädels, die schwanger sind, die haben sich so ein bisschen darüber unterhalten, dass sie jetzt irgendwie auf Weizenmehlprodukte verzichten. Wegen Schwangerschaftsdiabetes. Und beide haben sich so ein bisschen darüber lustig gemacht, als, wie soll ich das sagen, es gibt das Problem Gesellschaft auf der einen Seite, was wir einfach so tun, mit einer größten Selbstverständlichkeit und Medizin. Wie Alkohol trinken. Aber dann wird eine gesunde Ernährung verteufelt oder sich darüber lustig gemacht. Anderen Seite. Und es ist für uns vollkommen normal, morgens Toast zu essen, mittags dann Pizza und abends dann nochmal ein Brot. Das heißt, hauptsächlich ernähren wir uns von raffinierten Produkten. Das ist für uns einfach gesellschaftlich normal. Und es ist ultra schwierig, auf Vollkorn zu setzen. Ich gebe immer einen Tipp. Das ist auch für mich schwierig und gar nicht so, weil ich es nicht mag. Ich finde Vollkornbrot voll geil. Aber mein Bäcker hat das immer nur dienstags und freitags. Warum auch immer. Weil so gut wie alles ist nicht Vollkorn. Und in unserer Gesellschaft ist es vollkommen üblich, ja, geh doch mal ins Restaurant und versuch doch mal einen Burger mit Vollkorn oder Brot mit Vollkorn. Also ist es einfach schwierig. Und da haben wir halt diesen großen Gap, dass es gesellschaftlich total anerkannt ist, medizinisch aber nicht so geil. Vor allem, wenn du es täglich isst. Also wenn du es jetzt einmal die Woche das machst, ist egal, ja. Also der Körper, der verzeiht einem das ja, oder das ist, glaube ich, das falsche Wording und triggert so viel und das entschuldige ich mich wieder 10-mal für. Sieh es einfach als Genussmittel, aber nicht als Basis deiner Ernährung, die dir Energie für den Tag gibt, womit du deinen Körper wertschätzen kannst, dass du dem wirklich was Gutes tust. Das sind keine verarbeiteten, raffinierten Produkte, sondern das sind die Vollkornprodukte. Wenn du einfach darauf achtest, mehr davon zu essen, dann wird es hoffentlich auch die Industrie merken und mehr davon produzieren, dass wir dann einfach mehr davon haben. Ja, also ich muss sagen, ich esse kaum Brot. Meine Kohlenhydratquellen sind hauptsächlich Haferflocken, Vollkornreis, also Basmati-Reis oder ja ab und zu mal Kartoffeln, aber das eher selten. By the way, wenn du wirklich noch tiefer ins Detail gehen willst, ich mache im Moment... Die Werbung skippen wir mal. Ah, er bietet, glaube ich, so ein Coaching an. Bioprodukte. Und jetzt natürlich nicht alle möglichen Bioprodukte und immer Bioprodukte, sondern das Label Bio, und das möchte ich dir jetzt mit diesem Platz Nummer 2 mitgeben, heißt nicht, dass das auch gesund ist.
Genauso wie das Label vegan. Denn Bio, und das ist eigentlich das Coole an Deutschland, hat so bestimmte Richtlinien, was das erfüllen muss. Und die kannst du dir alle angucken, zum Beispiel bei Eiern. Ja, ob das Demeter ist, ob das Bio ist, ob das Freiland ist. Und je nachdem siehst du, wie viel Platz die Henne hat, was sie zu essen bekommt. Da sind manchmal Regelungen wichtig. Wie zum Beispiel bei Vollkorn. Wenn Vollkornbrot da drauf steht, dann muss das auch drin sein. Ich meine, es sind 90% des Mehls, muss aus Vollkorn bestehen und dann kann man was dazu mischen. Bei Vital, Fitness oder so ist das nicht so. Das heißt, es ist sogar ein Gesetz. Und wenn du dieses Wissen hast, dann weißt du, ob jetzt auch Vollkorntoast oder so, ist halt tatsächlich Vollkorn. Aber zurück zu Bio. Was mir sofort auffällt, ist der Rohrzucker. Es gibt Rohrzucker, der eine Bio-Qualität hat. Und wenn du gerne Calperinia trinkst oder so, dann kannst du den dann gerne reinmachen, aber auch bitte nicht so häufig. Aber der Rohrzucker hat ähnlich schlechte Eigenschaften wie der normale Zucker. Ja, also Rohrzucker, normaler Zucker ist eigentlich fast kein Unterschied. Man denkt, Rohrzucker ist gesünder, aber ist er nicht wirklich. Eigenschaft muss ich, glaube ich, jetzt gar nicht so richtig reden, sondern ich will die einfach nur mitgeben und wir machen jetzt diesen zweiten Punkt ein bisschen kürzer, dass Bio nicht gleich gesund ist, sondern du kannst ein Bio-Chip kaufen. Ja, also Chips finde ich auch immer lustig. Gibt es auch so Gemüse-Chips? Ja, ich glaube, das wäre auch noch auf so einem Platz. Wenn man denkt, was ist jetzt an Chips vielleicht ungesund, ist es ja nicht die Kartoffel, sondern der Zubereitungsprozess und so. Aber also nochmal wichtig, es gibt ganz viele Bio-Produkte, die ich toll finde. Zum Beispiel bei Eiern achte ich selber darauf, das ist so die höchste Qualität hat, die man haben kann, dass es auch den Hennen besser geht. Ja, jeder Veganer wird jetzt sagen, denen geht es irgendwie nie gut. Das ist halt meine Sünde. Ich kann mich da jetzt nicht irgendwie total vegan darstellen. Hauptsächlich, trotzdem würde ich die pflanzliche Ernährung empfehlen. Aber Eier finde ich, sind auch medizinisch, sind eine sehr, sehr gute Sache. Achtet da einfach auf den höchsten Qualitätsanspruch und achtet auch darauf, dass ihr euch aber von Bio generell nicht blenden lässt, dass ihr denkt, okay, Bio-Zucker, Bio-Limonade, ja, Bio-irgendwas, als würde die normale Biochemie oder so dann nicht gelten, wenn ihr einen Zucker esst oder wenn ihr Fett esst oder wenn ihr ein verarbeitetes Produkt esst. Seid da einfach wachsam und beschäftigt euch einfach noch mehr mit eurer Ernährung. Ähnlich mit vegan. Also viele denken auch, nur weil es vegan ist, ist es automatisch gesund. Ist aber natürlich nicht der Fall, Freunde. Auf Platz 1 ist die Laugenbrezel. Oder Laugenstangen. Es gibt so einen Physiotherapeuten Fritze, der ist auch nicht so gut in seinem Thema, muss ich dazu sagen. Und der hat einen Shitstorm bekommen, weil er gesagt hat, dass die Butterbrezel ähnlich gut ist wie der Burger bei McDonald's, was die Nährwerte angeht. Dafür hat er einen Shitstorm bekommen, sehr, sehr zu Unrecht. Sonst verdient er einen Shitstorm, weil er halt einfach nicht so viel Ahnung hat, wovon er redet. Ich meine natürlich Coach Steph. Ich habe ein paar Videos gemacht, wo ich ihn expose. Ja, da verlinke ich. Ja, könnt ihr gerne draufklicken. Warum ist die Laugenbrezel da für mich aber auch drin oder Laugenstange? Weil es für mich eine Metapher ist. Kein Mensch auf der ganzen Welt würde doch sagen, dass auf einer Skala von 1 bis 10 eine Laugenbrezel eine 10 ist, sondern Laugenbrezel oder Laugenstange, die ist halt irgendwie da. Ja, die ist halt auch einfach zuzubereiten, ja, die ist relativ günstig, die hat aber auch keine tollen Nährwerte, das ist kein gesundes Produkt. Ich habe es in meinem Buch geschrieben, eine Ernährungsregel, nämlich verzichte auf Essen, wenn es ungeil ist. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Tipps. Wir haben Lebensmittel, die unfassbar geil sind und leider ungesund, also Burger, Pizza, Chips und so. Aber unfassbar geil. Und das Leben ohne die wäre, finde ich, auch nicht so lebenswert. Das heißt, hin und wieder muss man die sich gönnen. Und dann gibt es Lebensmittel, die sind nicht geil und nicht gesund. Wie zum Beispiel, und das ist jetzt die Metapher, ja, vielleicht sagst du aber, die Laugenbrezel ist das Leckerste auf der ganzen Welt, dann gilt das natürlich nicht. Aber die Laugenbrezel ist ja als solches nicht unfassbar geil. Genauso, by the way, wie irgendwelche komischen, vertrockneten Weizenmehlbrötchen oder so, die man eigentlich nicht essen möchte. Klar, wenn sie frisch aus dem Ofen kommen, ey, gönn dir. Aber meistens ist es so, dass wir Lebensmittel essen, die nicht so geil sind aufgrund von Verfügbarkeit, aufgrund davon, dass sie schon fertig sind, aufgrund unseres Alltags. Ja, kurz gesagt, wenn ihr schon cheatet, dann macht's wenigstens mit leckeren Sachen. Würde ich euch gerne einfach helfen, dass man das besser in den Alltag integrieren kann, dass man vielleicht ein bisschen Meal Prep macht oder so. Habt auch eine gewisse Selbstachtung und Selbstliebe vor eurem Körper. Es kann ja nicht sein, dass wir für unser Auto das beste Öl 5W30 irgendwas kaufen und ich musste einmal sogar mit so einem Dude telefonieren, weil der meinte,
dass ich genau die gleiche Marke bräuchte wie davor oder so und uns selber das ranzigste Sonnenblumenöl reinfahren. Oder dass wir für unseren Hund das Biofutter, ich glaube, da ist Bio wahrscheinlich auch wichtig, aber da bin ich nicht drin, tollste Futter kaufen. Es gibt sogar eine Futterberatung für Welpen, habe ich gelernt, fand ich sehr witzig. Aber irgendwie gibt es wenig Futterberatung für Menschen. Und ich bin da eine Futterberatung für Menschen im Prinzip. Und ich möchte einfach, dass wenn du auch versuchst im nächsten... Der fettfeindliche Futterberater unseres Vertrauens, Doc Felix. Mehr Selbstliebe und diese ganzen Sachen für dich zu leben, dass du mit deinem Körper anfängst und einen Standard etablierst für dich, dass du sagst, ey, alles darunter nicht mehr. Ich bestell mir keine Pommes mehr beim Lieferservice, weil die noch niemals geil waren, weil die matschig ankommen. Wenn Pommes, dann die geilsten, die ich frisch esse. Meistens ist das ja immer auf so einem Fest oder so. Ja, aber ist schon richtig, was er sagt, ja. Die meisten sprechen von Selbstliebe, aber wenn du deinen Körper wirklich liebst, dann tu deinem Körper auch etwas Gutes, versuch dich immer zu bewegen. Und zu 80-90% natürliche, gesunde Lebensmittel in deinen Körper zu schieben. Dann okay. Also die zwei Sachen hier, dieses Mehl ist mir besonders wichtig, da wirst du was merken. Genauso wie dieser Tipp, dass du einfach auf ungeile Sachen, die auch noch ungesund sind, verzichtest. So, in diesem Sinne, ich weiß jetzt nicht, wie lange das Video gedauert hat. Schick mir gerne, wie lange es in Zukunft dauern soll. Ich habe noch 7 andere Produkte. Wenn du eine Fortsetzung willst, dann schreib das gerne. Und wenn du mehr über Ernährung und so weiter lernen willst, die zu Masterclass, siehst du den Link. Ja, gutes Video von Doc Felix. Zu der Länge, ich würde so 10-20 Minuten sagen. Das ist so eine optimale Videolänge für mich, damit ich gut darauf reagieren kann. Das Video verdient auf jeden Fall ein Like. Ich hoffe, ihr konntet auch was lernen, Freunde. Lasst gerne ein Like da, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr seine Tipps gut fandet oder wie ihr euch so ernährt.